Super Stella. Voici Olga. Olga hat kein Kleid für heute Abend. Und das ist ziemlich blöd. Also nehmen wir ein Stück Stoff von 2 Metern. Das kann ruhig eine Tischdecke, ein Vorhang oder ähnliches sein. Notfalls kaufen Sie sich eben im Stoffladen ein Stück Stoff, das Ihnen gefällt. Wir nehmen also den Stoff doppelt, legen ihn auf dem Boden aus und nehmen Maße. Olgas Beine sind ungefähr 1,5 Hände breit. Also schneiden wir 1,5 Hände breit den Stoff zu. Wir schneiden beide Seiten des Stoffes gleichzeitig. Erst einmal gerade und dann ungefähr zur Mitte schneiden wir ein Dreieck. Donc voilà, on a découpé. Hop. On prend le tissu. Dann nehmen wir den Stoff und wickeln ihn um Olga herum. Comme si c'était un pareo en fait. Exactement. Bien au milieu. Un nœud. Peut-être Olga, tu peux descendre un peu tes bretelles, tu vois, parce que normalement vous, vous n'avez pas besoin de faire ça chez vous. Vous vérifiez quand même que ça tient bien. Ça tient Olga là, c'est bon? Oui. Et après, on referme avec les épingles à nourrice. Et quand elles sont grandes, ça fait joli parce que ça fait un peu un. Wir machen schön mittig einen Knoten und stellen sicher, dass das gut hält. Dann verschließen wir den Schlitz mit Sicherheitsnadeln. Je größer diese sind, desto hübscher. Das verleiht Kilt-Optik. Ebenso festigen wir den Knoten mit einer unserer großen Sicherheitsnadeln. Und? Wie fühlst du dich? Sehr gut! Wem das hier zu schlicht ist, der kann das Outfit gern um einen Gürtel erweitern, den wir aus einer alten Kette basteln. Benutzen Sie auch hier die Sicherheitsnadel von beiden Seiten. Wichtig ist, dass Sie sich wohlfühlen und gut vom Kleid gehalten sind. Sie dürfen sich also nicht nackt fühlen. Auch wenn der Knoten nicht sehr fest ist, ist er gut von der Sicherheitsnadel festgehalten und wird nicht einfach aufgehen. Wenn Sie etwas Brust haben, dann tragen Sie einen halterlosen BH. Dann stören die Träger nicht zu sehr. Da das Kleid in der Bauchgegend ziemlich weit ist, muss man es gut an der Hüfte festziehen, damit es gut hält. Sie haben also gesehen, es ist ziemlich einfach. 2 Meter Stoff, eine alte Kette, 4 Sicherheitsnadeln und eine Schere, die gut schneidet.